Ja, grüß euch, liebe Salzburg-Fans. Wir haben gerade erfolgreich 4:2 gegen Rapid Wien in Wien gespielt. Lassen wir so ein bisschen das Spiel kurz Revue passieren, schauen wir uns das nochmal kurz an, bevor wir dann einen kleinen Lagebericht durchgehen. Das Spiel hat sehr gut von uns angefangen, guter Spielzug. Ich glaube, es war in der dritten oder vierten Minute, wo wir dann eine Doppelchance und die zweite Chance hat dann auch der Niki Seiwald gleich genutzt. Gut gestartet sind, Niki Seiwald mit einem weiteren Bundesliga-Treffer, sehr gut. Was uns aber leider schon aufgefallen ist, immer wenn wir sehr bald ein Tor schießen, dann schaut man dann auch gleich, kommt mir sofort zwei Gegen zurück. Und das ist auch passiert, wir haben dann förmlich rapid eingeladen, das Spiel zu gestalten und zu machen, was ich sehr überraschend finde, weil es genau eigentlich entgegen unserer Spielphilosophie ist. Pressing hat de facto nicht mehr stattgefunden, also zumindest habe ich ganz wenig davon gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Die Mannschaft war eigentlich nicht in unserer Spielphilosophie zu erkennen, also ganz schwach. Und es war dann auch so, dass nach einer zerfahrenen ersten Halbzeit, gegen Ende der ersten Halbzeit, dann auch der verdiente Ausgleich für Rapid gefallen ist. Das muss man einfach dazu sagen, Zimmermann mit dem Ausgleichstreffer. Es ist dann das in der Kabine passiert, wie wir es eh schon heuer erkennen. Dem Trainerstab ist doch ein bisschen gelungen, die Mannschaft zu erreichen. Wir sind dann aus der Kabine ein bisschen mit Schwung gekommen, aber nicht so wirklich mit was Greifbaren. Das war so, ja, man hat ein bisschen mehr Motivation gespürt. Das ist die ersten so 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit dahingegangen. Und dann ist aber schon wieder Druckphase von Rapid gekommen. Vor allem, die hat dann so in der 70. herum gegipfelt mit einer Doppelchance, wo sie halt, muss man dazu sagen, heute, und das hat der Goleador Hans Krankl im Sky, der Sky-Übertragung noch gesagt, mit der Parade des Jahres in der Bundesliga ausgezeichnet, also Doppelparade wie der Philipp Köhn, den von der Linie gefischt hat vom Guido Burgstaller, das ist ja brutal geil, also Philipp Köhn, ich weiß nicht, ich sage es jetzt vielleicht zum 10. oder 12. Mal, hat uns das Spiel gerettet, hat uns da im Unentschieden gehalten, und dann zum Schluss hin, ja, ist dann geil geworden. Benji Seschko in der 80. Maurice Kierkegaard. Ich weiß nicht, was er vorgehabt hat, aber es war auf jeden Fall geil. Er hat den Rapidler mehr oder weniger angeschossen. Der Rapidler legt leicht quer oder tropft der Ball tropft ab zum Benji Seschko und der hat eine beinharte eine. Sehr gut in Form eines Goalgetters. Und dann die 80. Minuten, das waren so die Phase des Benji Seschko. Er hat einen lupenreinen Hattrick geschnürt. Ich glaube in der 80., 84. und 87. irgend so. Also ist schnell gegangen. Ist ja richtig förmlich leicht von der Hand gerutscht. Sehr starke Leistung von Benji Seschko. Vor allem das zweite und sein drittes Tor waren einfach wirklich sehr gute individuelle Leistungen, wo er einfach gezeigt hat, was er kann. Also einfach ein guter Spieler, das muss man zugeben. Das zweite Tor will ich besonders hervorstreichen. Erstens einmal ist er selbst, hat er selbst eingeleitet. Und dann hat er einen mega Sprint hingelegt über das ganze Feld, also über zwei Drittel der Länge und dann selbst vollstreckt, souverän vollstreckt. Also wirklich, Benji, gratuliere, super Tor, super Leistung heute. Hat ein bisschen gesehen, du warst, der Benji Seschko hat ein bisschen Lockerheit gefunden, das ist das, was ihm ein bisschen fehlt. Er ist sicher vom Potenzial und mit Abstand unser bester, also einer unserer besten Spieler mit Abstand, also der ist richtig, der hat richtig viel in sich, ja. Und der ist halt das Problem, man merkt, dass er ist sehr ehrgeizig, er ist sehr überlegt, er ist sehr spielintelligent, das heißt, er ist sehr kritischer. Das ist aber oft ein bisschen gefährlich, weil die Spieler sich halt gerne mal verhadern und verhaspeln und gern sich selbst im Weg stehen. Fakt ist, wir sind dann mit 4-1 in die Nachspielzeit und dann, ja, eigentlich auch wie beim Gegentor wieder so eine Unsortiertheit in der Verteidigung, die eigentlich nicht passieren darf, ja. Macht der Guido Burgstaller noch sein Tor, hat er es eigentlich an und für sich auch verdient, muss man dem Guido Burgstaller lassen. Somit 4:2 haben wir gewonnen. Ich habe 4-1 Tipp, ich würde es in der 95. Minute, das war richtig bitter fürs Red Bull Salzburg Tippspiel, aber ja, so ist das Leben. Jetzt aber kurz zur Lage, wie schaut es aus? Ich meine, wir gewinnen die Spiele in der Bundesliga, ob die Schenkungen werden, das ist eine Frage. Letzte Woche daheim gegen Riert 2-0, wo wir eigentlich ja 4 Tore gemacht haben, aber ja, wenn es knapp abseits, wenn es war ein Handspiel, ja, ich meine, das in der Wiederholung nicht so genau angeschaut, aber ja, wird schon so sein. Ich war immer im Stadion, war lässig, aber man muss schon so ein bisschen sagen, so das wirkliche Pressing, der Powerfußball, der Red Bull Salzburg Powerfußball, der ist eigentlich
nicht mehr so wirklich da. Und da muss man ein bisschen den Trainerstab in die Pflicht nehmen, weil ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jetzt die Verteidigung so stabil steht, dass man jetzt sagen kann, man kann unsere Spielphilosophie aufgeben. Schwierig. Schauen wir uns die nächsten Spiele an, wie das wird. Nächste Woche gegen LASK, das wird sicher die Nagelprobe. Also da erwarte ich mir dann ein richtiges Zeichen auch von der Mannschaft, dass wir die in LASK einmal probieren, richtig an die Wand spielen. Das wird in Linz sicher spannend. Mal schauen, wie es mit dem Stadion ist, weil der LASK, der weiß nicht, was der vorgehabt hat mit Ticketverkauf. Aber ich zähle auch auf die Fans, also Salzburg-Fans, auf ins Stadion nach Linz. Da messen wir 1700 Leute sein im Gästesektor. Und da muss krachen im Gästesektor, aber richtig laut sein. Ja, und ich bin schon der Meinung, ja, die Mannschaft, wir haben da vielleicht ein paar Spieler, die dieses Pressing vermissen lassen. Junior Adamu häufig nicht am Pressen fahren. Noah Ocker vor Pressing-Fehlanzeige. Ja, also ganz, ganz, ganz selten. Ja. Gefällt mir nicht. Ja. Und Offensivpressing vorne auch schon beginnen, da ist mir zu wenig da. Lucas Gournay Duaf, oder wie der heißt, weiß nicht, ob man immer schwarm mit seinem Namen. Der muss noch ein bisschen reinfinden, aber ja, da gefällt mir zum Beispiel der Oskar Kloch schon viel mehr. Der, finde ich, hat richtig gut reingefunden, der passt schon ins System. Der wird den Luka Sucic, wenn der im Sommer, und da bin ich mir sicher, dass der Luka Sucic im Sommer den Schritt in eine größere Liga machen wird, wird er den sicher nicht uns vermissen lassen, weil der macht richtig Freude. Oder heute wieder eigentlich, sobald er eingewechselt worden ist, eigentlich nicht schlecht gespielt. Aber generell muss man nochmal vielleicht zum heutigen Spiel, wenn man sich die Statistiken anschaut, war das eigentlich nicht so eine klare Partie, wie das Ergebnis gesagt hat. Ja. Das war's eigentlich. Schauen wir uns die nächsten Spiele an. Lernen, kommt nach Linz, feiern wir unsere Mannschaft an und schauen wir, dass wir den Linzern das zweite Heimspiel im neuen Stadion gehörig versalzen. Weil das erste haben sie sich eh nicht verdient, dass sie gewonnen haben. Also, ich freue mich, euch in Linz zu sehen und ich werde dort sicher wieder Videos machen. Also, da freuen wir uns der eine oder andere oder vielleicht auch die eine oder andere für Videos meldet. Bisher vom Stadion gelingt es mir nicht, die Frauen zu motivieren. Die sind meistens ein bisschen scheu. Aber vielleicht kommt es in Linz. Insofern, wir sehen uns in Linz nächste Woche. Pfiat eng.